Landeck ist eine Universitätsstadt. Schließlich kann dort Wirtschaft, Gesundheits- und Sporttourismus studiert werden. Angeboten wird das von der Uni Innsbruck und der Gesundheitsuniversität UMIT. Seit letztem Jahr gibt es dieses Studium und immer mehr wollen damit starten. Um das zu feiern, laden die beiden Partnerunis zum Sommerfest nach Landeck. Wirtschaft, Gesundheits- und Sporttourismus. So heißt das neue Bachelorstudium in Landeck, das gemeinsam von der Tiroler Gesundheitsuniversität UMIT und der Leopold-Franzens-Universität angeboten wird. Nach dem Start im vergangenen Jahr können sich die Studienleiter über großen Andrang freuen. Der Start war überraschend dynamisch. Wir haben mit dreimal so viel Beginnern starten können, wie wir kalkuliert hatten. Und diese Studierenden gehen jetzt schon langsam in die Zielgerade, haben jetzt das vierte Semester abgeschlossen. In einem Jahr werden dann bereits die ersten Absolventen verabschiedet. Gründe für das Studium gibt es viele. Erstens ist es weit und breit das einzige grundständige Studium Wirtschaftswissenschaften mit einem Tourismusfokus. Wir sind ein Wirtschaftsstudium und kein Tourismusstudium, das ist der wichtige Unterschied. Der zweite Grund ist geballte Kraft zweier Universitäten, wir sind ein Joint Program. Und der dritte gute Grund ist der Standort. Mitten in den touristischen Hotspots studieren mit euren Freizeitmöglichkeiten, aber auch Praxismöglichkeiten und Projektmöglichkeiten. Man hat alle Möglichkeiten, wie man mit einem Bachelor Wirtschaftswissenschaften haben kann. Und gleichzeitig hat es einen sehr starken Praxisteil. Durchs Praktikum, durch Projektstudien, ein bisschen was sieht man ja an den diversen Poster, die wir aufgehängt haben. Und das bedeutet, die Leute können das, was sie theoretisch gelernt haben, danach einigermaßen anwenden. Und ich denke, die Verbindung macht das Studium wirklich aus. Ein Beispiel dafür ist die Projektstudie zur Sanna. Dabei haben Studierende einen Blick auf das nicht genutzte Potenzial des Flusses geworfen. Der Auftrag dazu kommt von der Stadt Landeck. Das Studium da für die Stadt Landeck ist eine großartige Geschichte. Das muss man sagen, dass wir ein Bachelorstudium da haben. Es ist eine Belebung und wir können das auch mit der Wirtschaft zusammenführen. Weil wir haben ja selber in der Stadt ein Projekt in Auftrag gegeben, in Bezug nehmend auf die Sanna. Wir haben ja da eine längere Geschichte und auch im kulturellen Bereich, auch im Fennet jetzt wieder. Auch der Tourismusverband unterstützt das Studium. In einer Kooperation werden gemeinsam Studienprojekte umgesetzt. Ich denke, dass die Möglichkeit schafft, eine Lücke zu füllen, und zwar die Lücke zwischen unseren vielen guten Facharbeitern und der Spitze der Betriebe. Und so haben wir jetzt einmal eine konkrete Ausbildung am Land, mitten im Tourismus, auch die Chance, dass Intelligenz am Land bleibt. Wie gesagt, für mich gibt es ganz, ganz volle Unterstützung. Und die ersten positiven Resultate haben wir mit den Praktikumsarbeiten ja schon da. Diese positiven Resultate freuen nicht nur die Studienleiter, sondern auch die Studierenden. Sie sind mit ihrer Studienwahl mehr als zufrieden. Ja, es ist eine ziemlich gute Mischung zwischen Wirtschaft und im Tourismus. Der Bereich ist ganz gut und ich finde das eine Zukunft und ich finde gut. Das Studium da in Landeck ist sehr familiär und cool und wir sind eigentlich sehr alle zufrieden mit dem. Und ich persönlich mag es ganz gerne. Voll super. Also haben wir es echt nicht erwartet, dass mir es so gut gefällt. Es ist einfach gut, dass der Praxisbezug da ist. Wir machen sehr viele Projekte mit den Betrieben direkt in der Umgebung und das ist einfach echt eine gute Chance, auch um später dann ins Berufsleben einzusteigen. Entweder ins Berufsleben einsteigen oder ein Masterstudium draufsetzen, beides ist möglich. Und das steht auch den neuen Studierenden offen. Dieses Jahr sind es schon fast 100 Erstsemestrige, die sich den Herausforderungen des Studiums Wirtschaft, Gesundheits- und Sporttourismus stellen.